Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich mal wieder das Spiel Idle Mafia. Nicht lang reden, sondern sofort starten und warten, starten und warten. Ja. Wir haben ja gestern die eine Runde fertig gemacht, sind jetzt in der nächsten Straße. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das da wird, wie das da aussieht. In Brooklyn sind wir. Okay. Oh, jetzt müssen wir 25 Sachen erledigen. Das ist natürlich bisschen schwieriger, also schwieriger nicht, aber ich meinte schwieriger in dem Sinne, heute zu schaffen. Ich probier's. Die Kappe ist für heute gezogen und jetzt mal erstmal in die Straße rein. Muss ja erstmal Geld machen. Kauf es, jawohl. Okay. Hätte ich vielleicht besser gestern schon kaufen sollen, dann wird es nämlich heute ein bisschen schneller gehen. Und noch einmal. Gut, jetzt zu den Kapus gehen und welche kann ich aufwerten? Den und den. Okay, der ist aufgewertet. Der auch. Das war's. Büro. Ach, den Boost werde ich nicht benutzen. Kampf. Schön. Ja gut, das werde ich, denke ich, mal schaffen. Ich nehme den. Und jetzt muss man gucken. Die beiden. Und kämpfen. Thank you.
gut, 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 gut. Oh, jetzt kommen die schlechten Tempos bei mir. Oder was heißt schlechte? Die nicht so starken. Nächster Kampf wählen und einfach die Leute reinsetzen. Auch wenn ich die glaube ich gar nicht brauche, weil die beiden am Rand, die werden alles schon machen.
Ich muss bis dahin kommen. Okay. Ob ich das noch schaffe? Ob ich das noch schaffe? Ich müsste ein Video angucken. Na, mal schauen, wie weit ich komme, ohne Video anzuschauen. Gleich sind wir durch. Nein. Nicht geschafft. Was gibt's denn hier im Laden? Oh. Ich habe 400. Kosten 8000. Das kostet 10 Diamanten, dann wirst du überleben. Ich habe 200. Oder man schaut sich in meinem Video an, am Ende des Spiels. Noch drei. Jawohl. Super. Ich habe keine Japaner mehr. Was soll ich den hier nehmen?
Nein, nein. Ah. Los, das schaffst du. Ja, super. Okay, ich habe 50 Diamanten ausgegeben, damit ich das hier ganze, damit ich das Ganze hier schaffe. Jetzt mal schauen. Abenteuer ist beendet. Schön. Ich habe 585 solche Medaillen. Könnte ich kaufen? Zigaretten. 27.000 Zigaretten. Ist viel. Ein Diamantenschlüssel ist das hier von der Diamantentruhe. Oder ein Puzzleteil. Die drei Sachen kann ich nur kaufen. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Also hier oben für 8000, das ist schon nice. Ein Kapo, ein legendären Kapo. Naja, egal. Probieren wir mal den nächsten Gebäude zu holen. Ja. Sieht ein bisschen schlecht für mich aus. Aber. Ah doch. Werde ich doch noch schaffen. Aber es war schon knapp. So, die ist schon in ein Gebäude. Dann kommt der rein.
Ach, kaufen wir. Die arbeitet, er arbeitet und... muss ich ihn zuweisen und ihn muss ich jetzt erstmal... auf 25 bringen. Okay. Wo ist er? Ah, da ist er. Gleich erkannt durch die Schrift. Auf 25. Okay. Haben wir mal ein paar Truhen auf. Achtmal. Ach ja. Gut, das waren alle. Und jetzt, wen kann ich aufwerten? Den verbessern. Okay. Alle aufgewertet. Dann gehen wir zurück zur Straße. Geht's weiter hier. Kaufen wir. Müssen wir nicht kämpfen. Und hier kommt rein. Gabo arbeitet. Der hier. Und den muss ich auch gleich. Den muss ich auch auf 25 bringen. Wo ist er? Da. Ah, Straße. Ach, der muss auf Level 33 sein. Nein. Also das heißt, nochmal reingehen. Und wo ist er? Da ist er. Okay, jetzt. Okay, jetzt läuft es. Eher schleppend, aber es läuft. Erstmal das Einsammeln hier, das ganze Geld. Und dann kämpfen wir. Du Schlangen nicht mehr gekämpft. Erstmal alle raus hier. Nehmen wir den und den.
müsste ich eigentlich locker gewinnen. Naja. Jetzt kommt diese Frau rein. Aufwerten. Und die muss sein, auf welches Level muss die sein? 25, ja gut. Das ist diese hier. Und wieder eine Straße. War das nächste Haus. Dann machen wir den hier rein. Zuweise. Auf 35 muss das sein. Auf 35. Da ist er. Sogar einer der ersten. Das ist glaube ich mein erster Charakter, den ich hatte. Sein höchstes Level ist 40. Drücke ich immer auf Tresor, aber ich kann ja den einen schon mal öffnen hier. Welcher war das gewesen? Der hier. Gut, Straße. Ich möchte den, weil ich mit denen angefangen habe. Das ist ein Level. Ach, egal. Komm, nee, machen wir hier. Kauf geht nicht. Ich habe so wenig Geld. Dann packen wir alle wieder weg und nehmen die 5 besten. Stark, 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 stark. Alle stark. 7200 und der Gegner hat 6600. Ja. Das sieht doch gut für mich aus. Ich glaube, ich habe nur gestern einmal verloren. Ich glaube, sonst mal gewonnen. Das Studio. Der Wrestler rein, oder? Ja. Auf 25 soll er sein.
kein Problem. Wird gemacht. Der Wrestler ist hier. Und 25. Zurück auf der Straße. Ich habe alle Gebäude. Jetzt heißt es nur noch die ganze Zeit Geld kassieren. Boxkampf auf 450. Das ist der hier. Okay. Schau mal da den roten Punkt an, der stört mich schon die ganze Zeit. Oh, nice. Puzzleteile. Büro. Vorrat. Ich brauche 60 Puzzleteile. Wir mussten den einmal aufwerten. Ja, und jetzt müssen wir nur noch warten. Sammelt Zigarren. Also, ich muss in den Kampf gehen. Nächster Kampf. Gut. Ein Tresor öffnen. Mit Zigarren.
Kampf. Ich muss Zigarren sammeln. Immer schwerer. Das müsste ich 28 Kämpfe machen. Oh, scheiße. Ja, gleich habe ich die nächste Quest fertig. Stärker als ich. Aber ich gewinne. Ja. Super. Und ich denke, beim nächsten hätte ich jetzt richtig Probleme. Also den Boss werde ich bestimmt nicht schaffen. Wir können ja gleich nochmal bis dahin kämpfen. Kämpfe bestehen. Na, warum habe ich denn das gedrückt? Zurück, zurück. Da waren wir schon. Nee, nee, nee. Jetzt bin ich wieder in der Ladezeit. Oh. Nochmal. Kämpfen. Ganz knapp.
Da muss man so in Kapos reingehen und ich muss die irgendwie verstärken. Jetzt gehen wir wieder kurz was einsammeln. Schön, kann ich wieder aufwerten, das Haus. Das Haus auf 300. Aber ich mache jetzt erst noch einen Kampf. Bei 9100 Sternen, der Gegner hat 8400. Na, locker. Locker flockig. Öffne 3 Tresore. Oh, das ist ja funny. Gerade 3 Tresore frei. 1, 2 und die Nummer 3. Schade, habe ich alle. Sofortkampf. Na gut, das kann ich. Schön. Direkt 2 fertig. Direkt den nächsten fertig. Jetzt haben wir Zigarren. Benutze Zigarren. Stelle aufwerten. Ich muss noch 3 fertig machen. Zigarren sammeln. Ich denke, das soll ich so schnell jetzt nicht schaffen. Oh, der ist um 500 stärker als ich. Oh doch, das schaffe ich, oder?
Nein, nein. Niederlage. Ich habe verloren. Meine Kapus müssen noch stärker werden. Auf Level 40. Es scheint so, dass ich doch noch die Straße heute fertig kriege. Ach, ich habe keine mehr. Alle Zigarren weg. Öffne 3 Tresore. Na super. Na super. Wir gehen nochmal kurz in die Straße rein, überlegen, was wir machen können. Wir können auch einmal kurz Zigarren sammeln gehen. Den noch einmal aufwerten hier. Gut, dann gehen wir jetzt in den Kampf. Jetzt machen wir euch aber platt. Jawohl. Das sind 6000 Zigarren gewesen. Das ist doch schon mal nice. Oh, das wird ganz schwer. Der erste von mir tot. Ach doch. Sind fast alle gleichzeitig gestorben. Mein Gegner ist gut. Der Boss. Fertig. Na, gehen wir auf die Straße. Jawohl, wusste ich doch. Neue Straße. Da, 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 da. Dann schauen wir uns kurz die neue Straße an. Und... Ach nee, hab mich schon wieder rausgeschmissen. Ist das nicht cool? Immer wenn ich die neue Straße habe, werde ich gekickt. Also gut, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.